Hallo, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen mal, was das Wochenende energetisch so bringt und natürlich auch praktisch. Also, die News zum Wochenende. Ich schaue in den Freitag, Samstag und Sonntag und du weißt, Zeit ist fließend. Das kann sein, dass auch die komplette Wochenendenergie für dich relevant ist, dass sich die Karten verschieben, die für die Tage stehen, wie auch immer. Wichtig ist, du nimmst das für dich mit, was sich richtig und stimmig anfühlt. Und ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir starten. Ich habe mich schon eingetuned in die Wochenendenergie. Und wisst ihr, was das Erste ist, was ich gesehen habe? Rosenblätter, die fallen. Rote Rosenblätter, die fallen. Und eine ganz sandige und samtige Energie. Okay, wir schauen, was sich zeigt fürs Wochenende. Ich verbinde mich noch intensiver mit dem Seelenkollektiv. Verbinde mich mit dem Universum, den Energien. The Oracle's Gift ist die Hauptenergie. Freitag, Samstag, Sonntag. Da haben wir natürlich The Magic Space, höre ich gerade. Also, es kann sein, dass etwas Unerwartetes auf dich zukommt, dass dir etwas überreicht wird, ein Geschenk, dass du eine besondere Tea-Time hast, höre ich, okay, und dass du dich überraschen lassen sollst. Wir haben am Freitag Divine Matrix, The Land Between am Samstag und Ears Wide Open am Sonntag, die 33, ja, okay. Das hat etwas mit mir zu tun. Das ist sehr spannend. Wir haben die 44, die 33. Wow. Also, Magic will happen am Wochenende. Ein sehr, sehr überraschendes Wochenende, habe ich das Gefühl. Wir starten mit der Freitagsenergie. Du bist sehr angebunden an dem Tag. Es kann sein, dass du sowas wie Vorahnungen hast, dass du den ganzen Tag kribbeln spürst, dass dein Kopf kitzelt, dass du das Gefühl hast, du bist unglaublich gut connected. Du spürst Menschen intensiver. Das könnte hier sein. Vielleicht praktizierst du auch Meditation, Rituale an dem Tag. Vielleicht machst du irgendwas für dich, also so diese Me-Talks-Time, diese Me-Time, wo du dich mit dir selbst, ja, vielleicht auch sogar wirklich dich so großen Themen widmest, sowas wie Vision Board erstellen oder etwas malen, ein Energiebild malen, ich weiß es nicht. Irgendwie bist du gefühlt sehr offen für solche Themen an dem Tag. Spannend. Ja, selbstbewusst. Du bist bewusst an dem Tag. Du fährst, habe ich nicht gesagt hier, ne? Das sind die Antennen, also nach oben. Vielleicht bist du wirklich sehr, sehr connected an dem Tag oder irgendwas mit deinem Kopf. Kopf, Kribbeln, Anbindung nach oben. Du wirst an diesem Tag vermutlich etwas machen, was du noch nie zuvor gemacht hast. Und das bringt dich noch mehr in dein Bewusstsein. König der Stäbe. König der Stäbe zeigt mit der Feuerenergie jemanden, der sehr viel von dir hält. Jemand, der vielleicht sogar anstößt, ein Thema anstößt, womit du dich dann selbst beschäftigst. Oder aber es ist jemand, der fest entschlossen auf dich zukommt. Ja, um mit
mit dir irgendetwas zu planen. Also es kann ihr Plan sein, organisieren, etwas zusammen kreieren. Diese Person spürt eine Anbindung nach oben und erhofft sich so ein bisschen daraus, dass du für ihn nützlich sein kannst, aber das gar nicht so eigennützig. Also ich sehe das jetzt nicht, dass das eine Person ist, die dich ausnutzt, aber sie möchte dich fördern. Jemand, der dich fördern möchte, der dein Potenzial sieht. Okay, wir schauen mal in den Samstag rein. The Land Between. Da kann es sein mit, übrigens haben wir das Kronenchakra, also klar, Anbindung nach oben, alles, was mit dem Scheitel, mit dem Kopf zu tun hat. Hier haben wir das Stirnchakra, was wir tatsächlich ja auch in der Wochenendenergie komplett haben. Also du bist sehr connected immer noch mit deiner Intuition. Du versuchst etwas zu verbinden oder es hat allgemein etwas mit Bindung an dem Tag zu tun. Eine heilige Stätte höre ich hier, ein heiliges Gelübde. Jetzt habe ich hier gerade was für mich gesehen, okay, das ist sehr interessant. Ein Bild, das okay. Also ich bekomme schon den klaren Unterschied, was hier für mich ist oder also für mich persönlich oder wirklich fürs Kollektiv. Mir war gerade ein Bild drin. Deswegen war ich gerade kurz still. Aber es geht hier um, ja, interessant, ne? Es geht hier allgemein um die Bewusstseinserweiterung, um etwas zu erkennen, was vielleicht vorher noch nicht da war, um sich mit etwas zu befassen, wo man vorher vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Zukunftsausrichtungen haben wir hier. Vielleicht planst du sogar die Zukunft mit dieser Person zusammen, kann hier auf ein Feuerzeichen hindeuten. Es ist hier etwas, was mit einer Reise, mit einer langfristigen Reise zu tun hat, was mit Sicherheit und Stabilität zu tun hat, aber auch mit dem wunderschönen magischen Teil dazwischen. Also es geht hier schon um etwas, was dir sehr gefällt, was dir, womit du dich gerne beschäftigst. Also man schwelgt vielleicht zusammen in die Zukunft, du alleine. Du fühlst dich da rein und ich sehe gerade auch so einen Sonnenuntergang. Also verbindest du dich vermutlich mit deiner Intuition und ich meine, Sonntag haben wir Neumond, auch mit der kompletten Mondenergie, die ja auch die Intuition fördert. Oder aber tatsächlich auch wieder, ja, ich bekomme, also Spiritualität, spirituelle Themen sind wirklich sehr präsent. Vielleicht meditierst du viel, du machst Yoga, du möchtest dich fühlen, du möchtest dich verstehen. Es geht sehr viel um dich, aber es geht auch sehr viel um etwas, ein Gemeinschaftsprojekt, so bekomme ich es. Upsi. Das Wiegenlied haben wir hier. Vielleicht wird dir sogar an diesem Wochenende ein Wunsch erfüllt, den du schon lange, lange hattest, den du, seitdem du in der Wiege gelegen hast, quasi mit dir rumträgst, etwas tief Verborgenes in dir. Und das wird jetzt wachgeküsst. Es ist etwas, was man vielleicht gar nicht so als Gedanken fassen kann, sondern eher ein Gefühl, was wachgeküsst wird. Und das gibt dir eine ganz tolle Sanftheit, eine Geborgenheit und es ist wie ein Gefühl von, ich werde verstanden, ich bin zu Hause. Also etwas ganz, ganz wunderschönes. Die Magie der Sterne. Achte auf die Sterne. Zu welchem Stern fühlst du dich hingezogen? Und vielleicht, es gibt ja diese Apps, oder vielleicht kennst du dich auch aus damit, schaust du, wie heißt der Stern? Ist der Stern aus irgendeinem Sternbild? Wofür steht das Sternbild? Also kleines Indiz hier. Lass dich vom Universum tragen und treiben und hol dir dort vielleicht sogar die ein oder andere Antwort. Wir haben den Sonntag. The ears wide open. Also achte auf das, was du hörst. Alles Gesagte. Und besonders wird mir hier gerade gezeigt, auf alle Geräusche und sogar
Tiergeräusche. Solltest du Geräusche hören oder ein Tier damit identifizieren, dann beschäftige dich mit dem Tier. Google das Tier. Für was steht das Tier? Ist es ein Krafttier? Wir haben das Halschakra, was für den Ausdruck steht. Oh, Mäßigkeit. Etwas wird besiegelt, etwas wird ins Gleichgewicht gebracht. Was längst überfällig war. Hörst du richtig hin? Auch bezogen auf deine eigenen Gefühle, Bedürfnisse, also hörst du dir auch selber zu, deinen negativen Selbstgesprächen, wie auch immer, oder wie du mit anderen kommunizierst. Bringe dich in Balance. Ich habe aber das Gefühl, dass das, was passiert, das ist ja schon etwas Magisches, was passieren wird am Wochenende, wird dich in Balance bringen, weil du jetzt ganz anders zuhörst als vorher. Die Farbe Lila könnte an diesem Tag ein Begleiter und Unterstützer sein. Mir ist gerade was so runtergefallen. Ui. Eine Entscheidung muss getroffen werden und my home is my castle. Also es geht um eine Entscheidung aus Sicherheitsaspekten. Eine Entscheidung, die mit Werten zu tun hat, mit Wert generell, mit Immobilien, mit Grundstücken vielleicht, für jeden unterschiedlich, mit dem Häuslichen, mit einem Haus, mit einem Umzug. Es geht hier um Entscheidungen, aber vielleicht auch für die innere Stabilität. Wie entscheidest du dich? Und hörst du dir auch zu? Entscheidest du dich für dich oder für jemand anders und somit gegen dich? Egal für was du dich entscheidest, höre dir genau zu. Eine ergänzende Karte bitte zu der kompletten Wochenendenergie. Ein Geschenk, was plötzlich kommt. Worum geht's da? Enlightenment. Muss ich mal gerade hier drauf gucken. Also manchmal entdecke ich irgendwie immer was Neues auf den Karten. Hier haben wir nochmal die Sterne. Also achte auf die Sterne. Du wirst hinter etwas kommen, weil es nun endlich in der Zeit ist, weil es zu dir kommt. Das hat mit diesem Geschenk zu tun, mit dem plötzlichen Ereignis, was auch immer, mit einem Menschen, mit einer Reise, mit etwas, was in dein Bewusstsein kommt. Also erhältst du hier eine Erleuchtung, eine Erkenntnis und das hilft dir auf deinen künftigen Weg. Es hilft dir generell besser, mit dir, mit deinem Leben umzugehen. Also darfst du dich treiben lassen, die Arme öffnen und empfangen. Und zum Schluss gibt es hier noch ein Rat des Universums. Für das Kollektiv, fürs Wochenende, ein Rat des Universums. Was ist das hier wieder? Ich glaube, die Mars-Energie ist runtergeknallt. Also vielleicht fühlst du dich auch zum Mars hingezogen, der etwas orangene Stern am Himmel. Wenn dem so sein sollte, das ist die Karte dazu, The Great Severing. Also, Konflikte, Ärger, softening to love. Es ist wichtig, dass du die Liebe fließen lässt, dass du aus dem ganzen Ärger rauskommst. Auch hier, ich glaube, ich meine, fast überall sind Sterne drauf, ich weiß schon, aber das sind natürlich jetzt wirklich Karten, wo immer der Sternenhimmel extrem in den Vordergrund gesetzt wird. Doppelmission, Lightworker Starseed, serve the world by being you. Sei du selbst. Drücke dich aus. Höre dir zu, deinen Bedürfnissen. Du bist sehr angebunden an diesem Wochenende zu den Starseeds, zu dem Göttlichen, zu den, ja, zu allem, was für dich wahr ist.
Und achte bitte aber auch auf die Zeichen, achte auf deine Intuition, lass dich tragen und versuche hier wirklich dich auch in ein gewisses Gleichgewicht zu bringen. Ich bedanke mich, ich wünsche dir von Herzen ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich, ja, wenn du vielleicht morgen wieder mit dabei bist. Da gibt es das Neumond-Orakel. Und ja, wenn du vielleicht am Montag wieder zur Wochenbotschaft einschaltest. Alles Liebe für dich, mach's gut.